Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, den neuronalen Netzen, Backpropagation und der Fehlerberechnung bzw. der Fehlerableitung für die Output-Neuronen. Ja, sehr langes Intro mittlerweile. Heute geht es tatsächlich um dieses Ausrechnen von Delta X, EX durch Delta, also nach Delta Net I abgeleitet. Und zwar für genau die Output-Neuronen hier. Ich habe euch im Prinzip schon letztes Mal erläutert, was wir genau machen werden und alles hergeleitet und so weiter und so fort. Deswegen gar nicht so viel Gelaber drumherum, fangen wir direkt an. Okay, was wir also haben wollen, ist diese Ableitung von Delta EX nach Net I abgeleitet. Naja gut, was man jetzt machen kann, ist im Prinzip ein Trick, den haben wir das letzte Mal schon gemacht. Wir schreiben einfach genau dasselbe wieder hin und multiplizieren oben mit einem Faktor, also mal Partial. Also wir multiplizieren in diesem Fall jetzt mit dem Faktor von Output, der Output von unserem Eaton-Neuron, also I, Delta OI, O steht für Output. Wie wir den berechnen, haben wir schon ein paar Mal gemacht jetzt. Und unten machen wir genau dasselbe. Wir multiplizieren im Prinzip mit dem Faktor 1, weil das sich dann wegkürzt. Also oben mal Partial OI, unten auch mal Partial 0i. Und dadurch bekommen wir dann das hier. Wobei ich hier noch ein Mal reinfüge. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich... Oh, das wollte ich nicht. Jetzt habt ihr es wahrscheinlich gerade nicht mehr gesehen. So, jetzt könnt ihr es wahrscheinlich besser sehen. Okay, wir haben hier also tatsächlich dieses... Ja, dieses EX nochmal erweitert, aber das brauchen wir leider. Jetzt können wir nämlich sagen, okay, wir packen das auf separate Bruchstriche sozusagen und berechnen uns einmal die Ableitung von unserer Error-Funktion nach dem Output von Neuron I und dann berechnen wir uns die Ableitung von der Output-Funktion nach Net I. So, gut, das ist im Prinzip das, was wir heute tun wollen. Im Prinzip wollen wir also diese beiden Funktionen hier berechnen. Gut, das können wir machen. Die Error-Funktion kennen wir. Das heißt, für den Error setzen wir jetzt einfach mal ein. Ich mache jetzt hier nicht mega lange rum, von wegen irgendwie Gleichheit und so weiter. Wir setzen einfach für die Error-Funktion ein. Und zwar ist gleich, ja, das ist im Prinzip das hier. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen anpassen. Also ich habe jetzt einfach nur hier den Mean Squared Error runterkopiert. Jetzt passen wir das Ganze noch ein bisschen an. Bei Phi wissen wir, dass es im Prinzip der Output von unserem Neuron ist. Also können wir hier tatsächlich hinschreiben. Wo sind wir? Bei Phi. Können wir hinschreiben, es ist der Output von unserem Neuron. Also OX nennen wir das im Prinzip mal. Wir wollen ja von dem Neuron X hier die Ableitung berechnen. Also Partial über EX. Das Gleichheitszeichen sollte hier übrigens nicht hin. Genau, das heißt, wir haben hier also den Output von unserem Neuron X, aber Vorsicht, wir summieren hier noch drüber, diese Summe hier stimmt auch noch nicht ganz. Das passt so nicht, weil wir hier nicht einfach jetzt alle X nehmen können, also alle falsch klassifizierten, alle richtig klassifizierten und sowas, das funktioniert so nicht. Deswegen geht unsere Summe sozusagen über alle Ausgaben, die wir machen können, also K in den Ausgaben. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, so, okay. Also alle Ks in den Ausgaben drin. Ja gut, das heißt, wir müssen hier noch dieses K irgendwie unterkriegen. Wir sagen also hier noch ein K rein, also die Ausgabe sozusagen von unserem Neuron X. Das schreibe ich jetzt mal einfach so hin. Und zwar an der Stelle K. Also ihr erinnert euch, jedes Neuron hat mehr als eine Ausgabe. Und die müssen wir jetzt tatsächlich separat betrachten. Also wir konnten vorher einfach hier sagen, okay, Ausgabe gleich Ausgabe ist ja kein Problem, aber hier müssen wir jetzt sagen, diese Ausgabe hat einen anderen Einfluss aufs Ergebnis wie diese Ausgabe hier. Denn die hier sagt mir, okay, Output 1 wird verändert und vielleicht falsch. Wohingegen die hier den Output M unter Kontrolle hat. Das heißt, wir müssen hier jetzt ein bisschen differenzieren und deswegen sagen wir hier, okay, das ist jetzt Ausgabe K, also die, keine Ahnung, n-te Ausgabe, die ganz rechte, und zwar von meinem Neuron X. Und das hier ist jetzt also meine erwartete Ausgabe, also das, was ich gerne haben möchte. Und das hier ist das, was tatsächlich rauskommt, wobei hier auch noch ein K rein muss, also auch XK rein. So, und jetzt habe ich sozusagen meine Formel angepasst, mein E hier, habe ich jetzt angepasst für ein Neuron X in einem Feedforward Neural Network. Okay, ist ein bisschen kompliziert gewesen. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen weitermachen, weil wir wollen das Ganze ja noch ableiten. Und nach was leiten wir ab? Nach dem Output I.
Na gut, Output I haben wir nur einen. Output I ist nämlich nur bei meinem Output hier, wo gleichzeitig auch das Neuron X ist und I. Also sozusagen OXI ist hier das einzige OI, was ich finden kann. Okay, das bedeutet aber, ich kann das Ganze... Oh, ja, ich kann das Ganze ohne die Summe schreiben. Das seht ihr jetzt gerade alles nicht. Ich habe es jetzt einfach mal hinkopiert. Im Prinzip steht hier eine absolute Gleichheit. Also links steht genau dasselbe wie rechts. Okay, was wir jetzt machen ist, wir können die Summe einfach weglassen, weil wir ja nur ein einziges OI haben. Die anderen sind ja alle anders. Das heißt, wir haben hier OX1, OX2, OX3, OX4 und so weiter und so fort. Und wir suchen aber nur OI, also OXI im Prinzip. Das heißt, die Summe fällt weg und was stehen bleibt, sind keine Ks mehr, sondern es bleiben nur noch die Is stehen, also OXI und YXI. Ja gut, aber das können wir super ableiten und zwar nach OXI ableiten. Ja gut, Kettenregel nicht vergessen, wir leiten also ganz einfach ab. Wir sagen, okay, diese Ableitung hier, ich packe die jetzt einfach mal hier weg, nicht irgendwie wundern. Das fällt weg, weil wir jetzt tatsächlich die Ableitung durchführen. Das Quadrat, was passiert damit? Naja, mal 2, also hier kommt mal 2 hin. Und dann leiten wir, also mal dem inneren Teil und dann noch die innere Funktion abgeleitet. Also, was ist yxi minus oxi nach oxi abgeleitet? Naja, da steht minus 1. So, und so sollte das Ganze auch sein. So wollen wir das haben und nicht anders. Jetzt können wir ganz einfach sagen, 1/2 mal 2 kürzt sich weg, fällt komplett raus. Und was noch stehen bleibt, ist hier minus yxi minus oxi, also dem echten Output, mal minus 1. Also bleibt im Prinzip Folgendes dastehen. Minus yxi plus oxi. Und das ist meine ganze Ableitung, wenn ich diese Error-Funktion nach OI ableite. Versteht ihr jetzt, warum wir das so aufgeteilt haben? Die Ableitung ist super geil, damit kann ich super arbeiten. Okay, zweiter Teil, damit wir auch noch heute irgendwann durchkommen. Wir wollen den Output nach dem Net hier ableiten. Naja gut, der Output ist meine Sigmoid-Funktion. Das heißt das hier. Wir haben die Ableitung von meiner Sigmoid-Funktion aber schon. Das heißt, die Ableitung meiner Sigmoid-Funktion ist ganz easy. Einfach sozusagen O. Wir leiten ja nach O ab, also die Funktion O sozusagen. Wir haben sie einfach nicht phi genannt, wir haben sie jetzt O genannt, aber im Prinzip steckt eine Sigmoid-Funktion dahinter. Also OI mal 1 minus OI. Okay, jetzt könnt ihr das Ganze wieder sehen. So, das ist die Ableitung von meiner Sigmoid-Funktion. Und die schreibe ich jetzt einfach mal so hin. Das heißt, hier brauchten wir gar nicht mehr Magie anwenden. Okay, so und jetzt geht es wieder hier oben weiter. Hier hatten wir jetzt diese beiden Ableitungen, haben wir jetzt berechnet. Das heißt, hier können wir ganz einfach sagen, wenn ich jetzt wieder von diesem dämlichen Term OXI wegkomme, und YXI, dann kann ich ganz einfach wieder hinschreiben, ich meine, dass es um das Neuron X geht, sollte uns eigentlich klar sein, das steht ja hier schon. Deswegen kann ich jetzt hier einfach hinschreiben, diese ganze Ableitung hier ist, ich habe das Minus mal wieder ausgeklammert, also nicht wundern, das werden wir nachher quasi wegkürzen, minus YI minus OI mal 1 minus OI und wenn ich das jetzt hier oben einsetze, wenn ich meinen Delta EX durch Delta Net I mal XI einsetze, dann kommt hier einfach noch ein mal XI hinten dran. Das heißt, meine Gewicht-Update-Regel, also wie ich dann tatsächlich, Sekunde, jetzt switchen wir wieder rüber, ich nenne die jetzt einfach nur Y und O und X. So, jetzt sind wir wieder hier. Und was wir jetzt hier machen ist, wir sagen, die neuen Gewichte, ach verdammt, die neuen Gewichte sind, na komm schon, lass mich doch jetzt tippen, bitte. Okay, jetzt. Die neuen Gewichte sind die alten Gewichte minus diesem komischen Term hier, den wir gerade bestimmt hatten, mal xi. Also sagen wir hier, Minus und Minus hebt sich auf, also kommt wieder ein Plus bei raus. Hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt. Die Lernrate bleibt dieselbe. Und jetzt sagen wir hier, y minus o, also dem tatsächlichen Output, mal dem Output, mal 1 minus dem Output. So. Achso, und mal x. Ups, das geht hier nicht. xij. Wenn wir das ij-Gewicht updaten wollten. Also
IJ hier und hier auch ein IJ sozusagen. Und wenn ihr es ganz genau nehmen wollt, dann hier auch noch ein I und hier ein I und hier ein I und da hinten ein I. Jetzt haben wir es ganz exakt. A ist die Lernrate und das war einfach das, was wir gerade bei unserer Ableitung rausbekommen haben. So könnt ihr, Achtung, nur die Output-Neuronen updaten. Das heißt, ihr habt jetzt hier diese Dinger berechnet. Nächstes Mal, wow, das ging jetzt ganz schön lange, länger als ich gedacht hatte. Nächstes Mal schauen wir, dass wir die hier hinkriegen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal so eine Herleitung zu sehen, wie wir da überhaupt drauf kommen und nicht einfach nur gesagt zu bekommen, das ist jetzt Fakt und so ist das und so geht's und fertig. Ja, okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.